Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Wir sind seit der letzten Folge hier oben am Bauen für einen großen Unterstand. Kein Unterstand, sondern hier oben einen riesigen Ladenbereich, dass sozusagen, wenn du hier oben rumgehst, dir auch gleich was besorgen kannst, mit der besten Aussicht. Und da laufen auch schon die ersten Mitarbeiter wieder rum. Lustig. Dafür soll nicht da unten dann auch irgendwo ein Mitarbeiterhaus entstehen. Oder ein Gebäude. Ich habe auch schon überlegt, ob wir nicht vielleicht hier einfach einen Weg reinbauen und dann unterirdisch das Ganze versetzen. Ob sich das nicht sozusagen was bringt, wenn wir hier unten, wir müssen eh wahrscheinlich Wasser wieder auch hinsetzen, ne? Also wassermäßig müssen wir einiges machen. Strommäßig auch. Wenn wir hier sozusagen drunter ein unterirdisches Gebiet sogar für das Ganze reinplanten. Aber das können wir ja gleich alles mal nachschauen. Als erstes müssen wir aber nicht schauen. Wir haben hier Probleme, das Gebäude zu platzieren. Und ich weiß nicht, wieso. Aus irgendeinem Grund wollen die sich nicht verbinden lassen. Und deswegen habe ich überlegt, wir tun nochmal die ganzen Wege löschen, die sich hier oben befinden. Und setzen dann... Ich finde eigentlich schon, wie der da sitzt, ist ganz gut. Ne? Das ist relativ mittig. Genau. Und jetzt hat mit Wege einen, sagen wir mal, 6 Meter breiten Weg. Das reicht doch vollkommen, oder? Nein. Oh. Okay, vielleicht lass mich kurz mal das Gebäude wegsetzen. Einmal kurz das Gebäude weg. So. Dann sollten wir auch eine größere Möglichkeit haben, hier oben geschätzt zu bauen. Weg löschen. Oh, ups. War jetzt nicht so unbedingt der Plan, aber so kann ich auch natürlich anfangen, ne? So. Da hätte ich aber gerne dann wieder auf 8 Meter breit. So. Und wenn wir jetzt das Gebäude da hoch sind... Ah, schon wieder falscher Knopf. So. Genau, und dann tun wir jetzt noch Wege dran. 4 Meter breit. Funktioniert natürlich wieder. Oh, ich hätte doch gerade, was das gerade gut. So. Perfekt. Genauso wollen wir es haben. Dann können wir jetzt nicht weiterbauen. Doppelklick drauf machen, glaube ich. Und dann können wir hier wieder. Wo sind diese Vorhänge? Wo war denn das? Warte mal. Da ist es. So, einmal nach innen drüben. Genau, und dann müssen wir noch die Torwege bauen. Genau. Jetzt haben wir ja sozusagen das Außenteil gebaut. Schaut jetzt nicht so schön aus, aber okay, ja. Muss ja jetzt auch nicht perfekt ausschauen, ne? Fürs Erste. Das ist ja unser erstes interessantes Gebäude. Ich brauch so ein Runddach. Also was ich jetzt gerade kriege, ist diese Porbetondächer oder diese Rigipsdächer. So, warte mal, das ist jetzt mal hier drauf. Das können wir später notfalls nochmal umbauen. Als wenigstens am Anfang irgendwas drauf ist. Versetzen wir das Ganze mit hier einem Rigipsdach. Zack. Und eins runter. Zack.
Das sind die Läden, die jetzt hier oben stehen. Und ich finde, das schaut auch gut aus. Ganz ehrlich, es schaut schick aus. Finde ich. Kriegt hier aber natürlich auch noch eine Einrichtung, damit die hier oben auch sich Geld abholen können. Neben Informationen muss hier auch Geld ausgegeben werden. So. Weil ich denke, dass hier oben ganz schön der Zulauf kommen wird, wenn jetzt hier außenrum überall Tiere sind. Und sozusagen das ist der einzige Weg hier hoch ist, dann wird sich die voll abgehen. Warte mal, hier ist ein Ballon. Puff! Perfekt. Vor allem will ich ein bisschen den Strom von hier wegkriegen und dann hier vielleicht noch einen großen Weg hier rumbauen. Dass hier vielleicht dann ein riesiges Afrika-Gehege noch entsteht oder pipapo, wer weiß. Warte mal, hier ist... Oh, wo kämpfen die jetzt um Alpha-Status, Leute? Das ist ein Jungtier, das ist ein Weibchen, das ist gut. Da ist der eine. Das ist der Junge, der hat aber wahrscheinlich den Alpha-Status verloren, wie es ausschaut, ne? Und wenn ich wüsste, ah, der andere schläft, schauen. Den kann ich nicht freilassen. Rufe Tierarzt, um diesem Tier zu helfen. Die Frage ist, könnte ich rein theoretisch das Tier verkaufen und könnte mir sicher sein, dass der... Ja, komm, mach mal. 29, komm. Legaler wurde aus dem Zoo verfrachtet, ansonsten kaufen wir nach. Ich würde hier einen Weg unten in den Berg reinbauen wollen. Ob das funktioniert, ist die Frage. Dafür muss das Teil nämlich erstmal... Nein, warte, das passt schon andersrum. Ab einen Tunnel rein. Die unterirdische Basis. Ich hoffe, es funktioniert so gut, wie ich es mir vorstelle. Zack. Hier ein bisschen. Oh, hier ist ein Loch. Versuchen wir mal das Ganze so gut wie möglich auszuheben. So. Also rein theoretisch müsste das doch reichen, wenn ich jetzt hier auf Einrichtungen gehe und sage Wasser und Elektronik. Ich denke, wir packen jetzt hier einen Transformator rein.
Und hier drüben eine Wasseraufbereitung. Und dann gehen wir jetzt hier auf noch Gehege. Eine Richtung, einen Mitarbeiter. Und noch ein Forschungszentrum reinsetzen, würde ich gerne. Zwei Forschungszentrums. Zwei Werkstätten. Und zwei Tierpfleger. Nein, oh, das ist jetzt falsch. So. Dann hätten wir hier unten ein richtiges kleine unterirdische Basis gebaut. Was ich eigentlich gerade ganz witzig finde. So eine kleine unterirdische Basis zu haben. Hat irgendwie was. Natürlich wird das jetzt hier unten alles aus Beton. Das wird relativ karg. Was ist denn das jetzt? Metallplatten ist auch gut. Halt, es soll so darstellen, als ob es halten würde. Das kann man gleich am besten echt mit Metallplatten auch machen. So. Warte, die andere Seite auch noch. Ich brauche die Metallplatten. Wo sind sie? Wo sind sie? Metallplatten? So. So. Wird hier angebracht. Dann. So. Das stört mich halt noch da hinten neben den Teilen hier. Da würde ich nicht noch gerne Metallplattenwand reinsetzen. So, hier unten noch rum. Huch, jetzt bin ich in der Werkstatt drin. Wo bin ich? Da wird zwar auch keiner wirklich hinschauen, aber. Einfach nur, weil es cool ist. Also, ich finde es auf jeden Fall cool. Zack. Jetzt gelandet. Kommst hier rein und siehst du nur so eine unterirdische Anlage. Voll witzig eigentlich. Also ich find's witzig.
Eigentlich sollen hier nur Mitarbeiterwege reinführen, ne? Was, ist es nicht breit genug für einen 4 Meter Mitarbeiterpfad? Oh, holy. So. Alles angeschlossen. Es muss jetzt eigentlich nur noch hier rausführen. Bloß wie scheint, ist da der Weg nicht dick genug. Das habe ich natürlich nicht bedacht. Umdrehen? Ne, wie war das so umdrehen? Weil du da bist. Mach los, dann würde es jetzt gehen. Ja, dieser Weg jetzt breit genug. Ja, wäre breit genug, oder? Jetzt sieht man noch da hinten diese Ecke. Die muss ich noch schnell wegcutten. So, und jetzt hat wieder Wege. Komm schon, ich mach da rein. Yes! Yes! Oh, scheiße, hier draußen auch noch. Das haben wir schon gefreut und hab dann gemerkt, hupsala, da ist noch was Fehler. Und jetzt hat Wege wieder. Yes, endlich. Wir haben es geschafft. Angeschlossen. Aha. Ja, Leute, wir haben jetzt eine unterirdische Konstruktion. Und wenn wir jetzt mal gucken. Können wir gucken. Jetzt haben wir hier nicht oben auch Strom. Alles abgedeckt mit Strom. Die Frage ist, ich hoffe, das hat keinen negativen Einfluss auf die Höhe. Scheiße, hat's schon. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das so einen Einfluss hat. Also das da hat fast gar keinen Einfluss. Das sind diese Teile, die müssten eigentlich noch viel tiefer. Der Einflussball ist viel zu hoch. Scheiße. Also wenn wir die vorne an den Eingang setzen. Also noch weiter weg vom Weg. Rein theoretisch. Aber darum können wir uns in der nächsten Folge Gedanken machen. Ne? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!